Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder aus dem LS22 und heute mit unserer BLE Seitenkonsole. Ihr seht es schon, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier auf meiner linken Seite eine kleine Konsole mit Joystick. Die seht ihr leider nicht ganz so gut. Die Kameratechnik ist leider begrenzt, aber ich habe auch heute den Fokus auf die große erstmal gesetzt. Die möchte ich euch heute mal eine ganz, ganz interessante Funktion vorstellen, die für euch eventuell interessant sein könnte. Wenn ihr mehr zu dieser Konsole sehen wollt, dann schaut mal gerne unten in die Beschreibung, ganz unverbindlich, auf BLE Seitenkonsolen. Da findet ihr unten, wie gesagt, den Link und dann guckt euch das gerne mal an. Ich habe hier so ein klitzekleines Szenario vorbereitet und das möchte ich euch zeigen und ich kann euch jetzt schon sagen, das da hinten ist die Königsdisziplin. Da werde ich mit Sicherheit ins Schwitzen kommen, wie die meisten wahrscheinlich von euch da draußen. Ja, ihr seht es anhand der Konsole, ihr habt jede Menge Schalter, ihr habt jede Menge Knöpfe und für mich persönlich das Highlight ist auf jeden Fall diese 8 Knöpfe hier. Jetzt ist das nicht alles. Wir werden uns das noch intensiv anschauen, aber ich möchte heute den Fokus auf die Funktion der 4 Ebenen ein bisschen fixieren. Und zwar ist es so, dass ihr alles, was ihr hier seht, könnt ihr bis zu 4-mal belegen. Und das ist für mich persönlich gut, weil ich möchte so viel wie möglich am Joystick haben, weil dann brauche ich meinen Finger, nehme Vektor, habe ich alles im Griff. Und dazu hilft mir diese Funktion der 4 Ebenen. Was bedeutet es, wenn wir uns jetzt mal ganz kurz hier diesen Schlepper hernehmen? Wir haben hier einen kleinen Fendt, einen 714 Vario mit einem Glasanhänger gepackt mit Mist. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, wir wollen das am Feldrand abladen oder solche Geschichten. Die Ebene 0, das ist die allererste, die beginnt bei mir persönlich alles rund um den Schlepper. Und da habe ich so viel wie möglich auf den Joystick gelegt. Einerseits zum Beispiel habe ich hier an der schnellen Taste den Discord muten. Ja, wenn ich im Stream bin oder im Multiplayer, dann kann ich da den Discord kurz muten und kann mit euch reden und labert den anderen das Ohr nicht voll. Also auch hier sind wir schon mal sehr flexibel. Was habe ich dann noch? Dann habe ich die Wendeschaltung hier drauf gemacht auf die Schnelle. Ich glaube die Vario-Schaltung heißt es, ne, bei euch. Ich weiß es nicht so genau. Dann haben wir auf der rechten Seite das GPS zum Beispiel habe ich drin. Einmal mit aktivieren, einmal wieder löschen. Somit kann ich immer ganz flexibel, so wie ich jetzt gerade stehe, einfach eine neue Bahn reintüdeln oder wieder löschen. Solche Geschichten habe ich alles hier drauf. Unter anderem zum Beispiel die Abkippfunktion. Somit habe ich alles hier. Standardtasten wie Licht und so weiter habe ich hier vorne. Das brauche ich ja nicht im Detail zeigen, aber zum Beispiel, ich möchte euch hier sagen, die Ebene 0 ist bei mir alles standardmäßig, was rund um den Schlepper geht. So, des Weiteren habe ich mal hier noch einen Pflug hinzugefügt, weil es interessiert euch mit Sicherheit auch noch. Da gibt es zum Beispiel hier diesen Kippschalter, seht ihr das? Jo, seht ihr? Da kann ich zum Beispiel anheben und senken. Das nun mal noch so als kleine Randnotiz. Jetzt kommen wir aber zu dem Interessanten. Wenn wir uns jetzt in den Teleskoplader begeben, das Prinzip ist auch dasselbe wie beim Frontlader. Ihr seht aktuell, ich halte meine Hand extra mal so hin, dass hier ein Schatten ist, da ist kein Licht an. Und in der Ebene 0 kann ich hier nichts bewegen. Ich habe mir hier noch die Rotation von der Kamera drin. Da kann ich aber den Frontlader an sich nicht bewegen. Genauso hier zum Beispiel die gelben Tasten kann ich nichts drücken, weil ich dort sozusagen nichts Beleg habe für dieses Gerät. Jetzt kann ich aber auf die zweite Ebene umschalten. Oh, das ist gar nicht so einfach mit dem Spiegel verkehrt. Ich glaube, wir machen es am besten so. So, dann seht ihr, das Licht ist angegangen. Jetzt bin ich in der nächsten Ebene, sozusagen die Ebene 1. Und dort habe ich mir meinen Frontlader bzw. Teleskoplader belegt. Und jetzt kann ich hier ganz easy das Zeug bewegen. Alles, was zum Beispiel den Frontlader angeht. Finde ich ganz gut.
kann ich viel, viel besser damit arbeiten. Bedeutet, ich kann in einem Aufwasch, kann ich hier alles verändern, was ich brauche. GPS werden wir jetzt hier in dem Fall nicht brauchen, aber für mich war in erster Linie erstmal wichtig, dass ich die Frontladetechnik auf einer separaten Ebene habe und kann es wunderbar dann bearbeiten, was ich halt gerade so brauche. Eine Ebene. Somit kollidiert es miteinander nicht. So, und jetzt, wie versprochen, kommen wir zur Extraklasse und ich kann euch jetzt schon versprechen, ich bin ein absoluter Depp, was das hier angeht. Auch sonst, aber trotzdem. Ich versuch's trotzdem mal mit euch. Ich habe jetzt, wie gesagt, mal zwei Seitenkonsolen, weil ich habe mir sagen lassen vom Raffi, mit zwei ist es einfacher. Ich habe hier aber schon die eine oder andere Minute jetzt verbracht, mit dem Ganzen zu üben. Was mache ich nun? Ich schalte jetzt nun auf die dritte Ebene um. Und jetzt habe ich im Endeffekt sowohl auf der rechten Seite alles, was ich für den Kran hier eingestellt habe. Links ist es nur eine Ebene. Aber jetzt kann ich hier wunderbar miteinander arbeiten. Ich kann hier links den Kran drehen und kann jetzt mal versuchen, so gut es geht, ne, so gut es geht, hier rüber zu manövrieren. So, ich drehe mal die Optik so hin, dass ihr was seht. Und ich natürlich auch, zwinker, zwinker. Jetzt kann ich hier einerseits die Achse, seht ihr ja, vom Wagen ändern. Ebenso kann ich vor und zurück, damit ich hier auf jeden Fall besser arbeiten kann. Da seid ihr na klar freigestellt, ne, wie ihr das machen wollt. So, dann habe ich hier einmal das Ganze öffnen. Jetzt kann ich hier zum Beispiel das Ganze schon mal so hin manövrieren, dass wir hoffentlich gleich das Symbol kriegen. So. Und dann kann ich hier absägen. Jetzt kann ich hier die Spielereien machen. Kann mir das Ganze irgendwie so platzieren, dass... Also da bin ich halt kein Profi. Aber so, dass es halt geht. Und dann kann ich fleißig lossägen, wie ich es halt gerade brauche. Und kann hier in der Hoffnung ein paar wunderschöne Häufchen machen. Also Baumhäufchen. Also ich möchte ja jetzt mal ganz salopp behaupten, ich glaube, ich war noch nie so schnell in einem Baum abfällen. Also, ein kleines Highlight auf jeden Fall für mich persönlich von diesen BLE-Seitenkonsolen, dass ihr die rechte Konsole, wo diese Optionen dabei haben, alles viermal belegen könnt. Das ist eine enorme Erleichterung. Wir können hier wunderbar unsere Gruppen festlegen. Ich werde mich dann noch intensiver damit beschäftigen. Ich wollte euch nur schon mal teilhaben lassen für dieses geile Feature. Wenn es euch gefallen hat, das Video, würde mich saumäßig über ein Like freuen. Ein Abo kostet wie immer nichts. Bleibt dran, wir werden das noch intensiver testen. Ich werde es euch noch intensiver vorstellen. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Macht's gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.